Hallo, willkommen bei Mama Money, Platz kann jeder. Ich bin jetzt auf eine Aktie gestoßen, die ich eigentlich für meine Branchenbefüllung ja, gar nicht brauche. Aber da mir das Unternehmen auch durch eine aktuelle Story sehr gut gefallen hat, habe ich jetzt mal hier zugeschlagen und den Positionsaufbau gestartet. Bei welcher Aktie ich zugegriffen habe, erfahrt ihr im heutigen Video. Dann legen wir mal los. Das Unternehmen, was ich jetzt gekauft habe, ist die Teleperformance aus Frankreich. Aufpassen, hier fallen beim Kauf die berühmte französische ja, Finanztransaktionssteuer an. Nicht schön, aber naja, man kann sie halt nicht umgehen. So, was macht das Unternehmen jetzt überhaupt? Teleperformance SA ist eine Unternehmensgruppe, die weltweit Dienstleistungen für das Management von Kundenbeziehungen wie auch für die Auslagerung von Geschäftsprozessen anbietet. Die Dienstleistungspalette, die in über 70 Sprachen und Dialekten angeboten wird, umfasst den gesamten, ja, Kundenlebenszyklus inklusive Kundenbetreuung, kaufmännische und technische Unterstützung, Kundengewinnung und Inkasso. Rund um die Uhr an 7 Tagen der Woche per Telefon und Fax, wie auch mit modernen, ja, Dialogplattformen wie E-Mails und sozialen Netzwerken, ist der Konzern in 76 Ländern mit mehr als 350 Kontaktzentren aktiv. Zum Hauptkundenkreis zählen Unternehmen aus den Bereichen öffentliche Verwaltung, Versicherung, Energie, Medien, Finanzdienstleistungen, Handel, Technologie, Telekommunikation und Internet DSL. Die Teleperformance-Gruppe wurde 1978 in Paris gegründet und wir haben hier eine Marktkapitalisierung von immerhin 9,3 Milliarden Euro. Das erwartete KGV sieht hier ja, richtig gut aus, denn es liegt 2023 laut Schätzung bei 10,5. Ein Wert, der natürlich sehr attraktiv ist. Es wird auch davon ausgegangen, dass in den Folgejahren das noch attraktiver wird, denn das KGV soll 2024 laut Schätzung auf 9,4 sinken und im Jahr 2025 dann auf 8,37. Ja, es leben die steigenden Gewinne. Das treibt so ein KGV, auch wenn es schon optisch sehr günstig aussieht, noch weiter nach unten. Wir haben ja auch einen Piotrowski-Score von 8 von 9 Punkten. Auch der Moody's Analytics WIS-Score hat die zweithöchste Bewertung. Also das Unternehmen ist solide. Die Eigenkapitalquote liegt auch bei 41,4%. Ein Wert, der natürlich angenehm hoch ist. Die Gesamtverschuldung liegt bei 5,2 Milliarden Euro Ende letzten Geschäftsjahres. Das Unternehmen hatte dann zum gleichen Zeitpunkt gut 817 Millionen Euro an liquide Mittel auf dem Konto so rumliegen. Betrachtet man sich jetzt nur die Finanzverbindlichkeiten, so sieht das Bild dann noch besser aus. Momentan wird davon ausgegangen, dass 2023 die Nettofinanzverbindlichkeiten bei 1,08 Milliarden Euro liegen sollen, 2024 dann bei 1,21 Milliarden Euro und 2025 bei nur noch 410 Millionen Euro. Und ja, wenn alles gut geht, würde dieser Wert sogar 2026 negativ werden. Auf EBITDA-Basis hatten wir dann einen Verschuldungsgrad 2023 von 1,04. Ein Wert, ja, mit dem ich natürlich absolut leben kann. Allerdings sage ich mal unter Vorbehalt, denn das Unternehmen macht jetzt eine Übernahme, aber dazu dann gleich ein bisschen mehr. Die Geschäfte aktuell laufen jetzt auch nicht schlecht. Bei den letzten Zahlen wurde auf der Umsatzseite ein Plus von 2,24% im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,01 Milliarden Euro ausgewiesen und im Vorjahreszeitraum, ja, waren noch 1,96 Milliarden Euro in den Büchern gestanden. Die Umsatzseite sieht auch bei den Schätzungen jetzt nicht schlecht aus, denn für dieses Geschäftsjahr wird ein Umsatz von 8,63 Milliarden Euro angepeilt. Tja, und der Umsatz soll laut Schätzung auch die nächsten Jahre weiter steigen. Nämlich 2024 auf 9,3 und 2025 dann schon auf 10,1 Milliarden Euro. Sie arbeiten auch mit einer ansprechenden Marge, denn die EBITDA-Marge lag 2022 bei 21,4%. Das bringt mich dann auch schon zur Gewinnseite. Der vermutete EBITDA-Gewinn für dieses Jahr liegt bei gut 1,83 Milliarden Euro und er soll auch in den nächsten Jahren weiter steigen. Momentan gehen die Analysten davon aus, dass im Jahr 2024 der EBITDA-Gewinn schon bei 2,009 Milliarden Euro liegen soll und dann 2025 soll dieser auf 2,170 Milliarden Euro steigen. Das Unternehmen hat dann auch noch ein positives Free Cashflow. 2023 soll dieser Wert bei 963 Millionen Euro liegen. Und auch dieser Wert soll selbstverständlich, zumindest laut Schätzung, in den nächsten Jahren weiter steigen. Nämlich dann auf 1,034 Milliarden Euro und im Jahr 2025 auf 1,14 Milliarden Euro. Schaut man sich jetzt die insgesamte Zukunft an, dann sieht das Bild eigentlich richtig gut aus. Na, nette Verschuldung soll immer weiter abgebaut werden, könnte 2026 sogar negativ werden. Umsatz soll permanent steigen, die Gewinne sollen permanent steigen, Free Cashflow soll permanent steigen. Und dementsprechend, das Bild, was ich hier gesehen hatte, na, auf Basis von einem KGV von ja, 10,5 jetzt für dieses Jahr, sieht insgesamt wirklich attraktiv aus.
Die jetzt herausgegebenen Prognosen sind dann auch noch ganz okay. Ne? Starke Wachstumsaussichten für 2023 und überarbeitete Ziele wurden jetzt von dem Unternehmen rausgegeben. Und Ziel für einen flächenbereinigten Umsatzwachstum ohne Covid-Verträge liegt wohl jetzt zwischen plus 8 und plus 10%. Und Ziel für einen flächenbereinigten Umsatzwachstum einschließlich Covid-Verträge soll bei rund 7% liegen. Das EBITDA-Margeziel wurde dann auf rund 16% auch angehoben, ist ein Rekordhoch gegenüber 15,7% zuvor. Dann kommen wir mal zum Thema Dividende. Und die ist jetzt auch okay bei der Firma. Das Unternehmen hat aktuell eine vermutete Dividendenrendite für das Jahr 2023 von gut 1,93%. Haut jetzt nicht wirklich einen um, aber ist zumindest in einem Maß, dass man das auch spürt. Und man geht auch davon aus, dass die Dividende jedes Jahr steigt. Aktuell wird mit 4,18 Euro gerechnet für 2023, was 1,93% Rendite wäre. 2024 könnte es auf 4,66 Euro steigen. Das wäre dann eine Dividendenrendite von 2,13%. Und 2025 könnte die Dividendenrendite bei 5,19 Euro liegen, was dann 2,3% wäre, vom aktuellen Kurs aus gesehen. So, ich habe mit einer leichten Erkältung zu kämpfen und daher jetzt auch ein paar Schnitte mehr in dem Video, denn hin und wieder überkommt mich dann doch der Hustenreiz. Und das solltet ihr ja nicht mitkriegen und deswegen schneide ich das raus. So, dann kommen wir mal ganz schnell zu den Analysten und was die zu dem Unternehmen sagen. Momentan konnte ich 76% der Analysten finden, die kaufen sagen, 18% sagen halten und 6% sagen nur verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 306,79 Euro bei einer Spanne von 220 Euro bis 380 Euro. Das Aufwärtspotenzial im Durchschnitt liegt bei gut 96%. Ne? Dividende sollte man natürlich nicht vergessen. Kommen wir dann mal zu dem Thema, was wohl auch die Aktie jetzt dermaßen unter Druck gebracht hat. Ne? Schließlich notieren wir mittlerweile gut 61% unter den Anfang 2022 Hochs. Alleine seit Februar 2023 ging es in wenigen Monaten um 42% in den Keller. Wir sind aktuell immer noch im freien Fall und charttechnisch ist auch noch absolut kein Boden zu sehen. Aber dennoch fange ich jetzt mal langsam an, die Position aufzubauen. Ja, was ist passiert und warum greife ich zu? Also, der französische Callcenter-Betreiber Teleperformance will die Bertelsmann-Beteiligung Majorel für 3 Milliarden Euro jetzt übernehmen. Das ist natürlich eine große Übernahme für das Unternehmen. Teleperformance teilte mit, man bietet 30 Euro pro Majorel-Aktie und die bisherigen Gesellschafter erhielten insgesamt 2 Milliarden Euro in bar und 1 Milliarden Euro in Teleperformance-Aktien. Bertelsmann hatte die Callcenter seiner Dienstleistungstochter Avato 2018 mit denen des marokkanischen Partners Saham zusammengelegt und unter dem Namen Majorel im Herbst 2021 an die Amsterdamer Börse gebracht. Bertelsmann und Saham halten derzeit je 39,5% an Majorel und kündigten an, dass sie die Offerte annehmen wollen. Majorel selbst ist in 45 Ländern und 70 Sprachen für rund 500 Kunden aktiv. Im sogenannten Customer Experience Geschäft kümmert sich die Firma also für die Auftraggeber um die Kundenbeziehung. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Majorel mit rund 82.000 Mitarbeitern ein Umsatzwachstum um 16% auf 2,1 Milliarden Euro. Der operative Gewinn EBITDA stieg um rund 18% zum Vorjahr auf 369 Millionen Euro bei einer operativen EBITDA-Marge von 17,8%. Das sind jetzt nicht die schlechtesten Zahlen. Tja, und das war es dann wohl auch, das ist wohl der Hauptgrund, warum wir jetzt diesen ordentlichen Kurssturz in den letzten Wochen sehen. Ja, die Teleperformance-Aktien rattert, wie bei solchen Übernahmen üblich, dann um 15% in den Keller, während die Majorel-Papiere etwa 38% im Plus notierten, nachdem diese Meldung rauskam. Ich habe mir die Firma jetzt auch ein bisschen immer angesehen. Ja, und das, was ich bei Majorel gesehen hatte, sah jetzt auch nicht wirklich schlecht aus. Ja, hier sollen die Umsatzerlöse im Jahr 2023 auf 2,237 Milliarden Euro steigen, dann im Jahr 2024 auf 2,42 und im Jahr 2025 auf 2,615. Also auch hier haben wir beim Umsatz eine schöne Steigerung. Das KGV liegt 2023 bei 15,24 und soll die nächsten Jahre dann absinken über 13,83 ins Jahr 2025 rein bei 12,6. Und das ist natürlich dann auch nicht gerade eine hohe Bewertung. Die EBITDA-Gewinne sollen dann jetzt im Jahr 2023 bei der Firma bei 378 Millionen Euro liegen. Dann sollen sie auf 415 Millionen steigen und im Jahr 2025 könnten sie dann schon bei 452 Millionen Euro liegen.
Also es sieht auch alles nicht schlecht aus, was ich hier bei der Firma sehe. Ebenso Free Cashflow soll jetzt bei 160 Millionen Euro liegen, dann im nächsten Jahr auf 186 Millionen steigen. Im Jahr 2025 soll es dann schon bei 200 Millionen Euro liegen. Und was mir besonders gut gefällt, ist die Netto-Finanzverbindlichkeiten-Seite. Denn die sollen 2018 nämlich negativ sein, bei minus 18 Millionen. Und dann sollen sie immer weiter negativ werden, sprich minus 121 und minus 233 Millionen Euro. Und damit hat das Unternehmen absolut keine Probleme mit Schulden. Und so kriegt dann auch Teleperformance auch nicht irgendwie so ein Überraschungsei mit ins Nest gelegt, wenn sie die Firma nehmen, weil die Nettofinanzverbindlichkeiten sind negativ. Und das ist eigentlich sehr interessant in meinen Augen. Also wirklich extrem teuer finde ich jetzt die Übernahme, selbst zu 3 Milliarden Euro nicht wirklich. Und ja, sie macht auch für Teleperformance Sinn. Majorel wird mit dem 16-fachen des vermuteten Gewinns 2023 jetzt übernommen. Ja, und das Unternehmen hat auch insgesamt ein gutes Wachstum. Ja, da habe ich schon teure Deals gesehen. Nettoverschuldungen sind auch negativ. Ja, und so kann man mit der Kaufsumme eigentlich ganz zufrieden sein. Daher nutze ich jetzt mal den aktuellen Kurssturz aus bei Teleperformance, um jetzt eine erste Position zu errichten. Das Unternehmen, aber auch Majorel sind Firmen, die ich attraktiv finde und die auf langer Sicht eine interessante Zukunft haben. Sie wachsen beide gut, die Gewinne sind schön hoch und beide Unternehmen sind nicht wirklich hoch verschuldet. Klar, das Geld muss jetzt erst einmal über die Barmittel, Kredite und Aktien fließen. Und in Jahren dürfte sich der Deal aber positiv für die Teleperformance auswirken. Ja, das erhoffe ich mir natürlich zumindest. Dürfte ja auch ein paar Synergieeffekte geben. Beim aktuellen Niveau, die erste Position jetzt zu errichten, finde ich eigentlich ganz ansprechend. Ja, vor allem, wenn man wirklich sieht, wie die Aktie jetzt an Wert auch verloren hat. Ja, und das bei trotz laufender oder gut laufender Geschäfte. Das muss man ja auch noch immer mit berücksichtigen. Ja, wir haben zwei gut laufende Firmen, die jetzt zusammenkommen und wirklich den Absturz gerechtfertigt, sehe ich jetzt eigentlich nicht. Kommt jetzt wirklich weitere Schwäche bei dem Kurs auf, dann werde ich die Position auch gerne weiter aufbauen. In der Vergangenheit hat Teleperformance wirklich eindrucksvoll gezeigt, wie gut ihr Geschäft funktioniert und wie stark sie wachsen können. Und das sollte sich jetzt durch die Übernahme jetzt nicht wirklich ändern. Denn schließlich sieht Majorel jetzt nicht viel schlechter aus. Ja, mal schauen, was wir hier aus der Position machen können. Das war's für mich auf jeden Fall heute. Ich verabschiede mich mal und hoffe natürlich, dass der Blick auf die Aktie euch gefallen und vielleicht auch ein bisschen geholfen hat. Falls ja, würde ich mich natürlich selber einen Daumen hoch freuen. Das würde mir helfen, den Kanal ein bisschen bekannter zu werden. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dann macht das auch. Dann verpasst ihr nämlich keine weiteren Videos von mir. Und ich hoffe, nächstes Mal habe ich keinen Husten und Schnupfen mehr. Dann werden diese Videos hoffentlich ein bisschen smutschiger wieder ablaufen. So, ich sage bis zum nächsten Mal, euer Markus. Hat euch das Video gefallen? Dann drückt bitte den Daumen hoch Button. Wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Und damit ihr kein Video verpasst, drückt gleich noch die Glocke. Danke!